Herr Professor Jakisch, heute am Sonntag, den 3. Juni 2012, wurden in der Plenary Session beim ASCO in Chicago die endgültigen Ergebnisse der Emilia-Studie vorgestellt. Einer Phase-3-Studie für Patientinnen mit einem HER2-positiven, metastasierten oder lokal fortgeschrittenen Brustkrebs, die bereits vorbehandelt waren mit Herceptin, Trastuzumab und Chemotherapie. In der Emilia wurde nun ein neues Medikament, ein TDM1 mit einer Kombination aus Chemotherapie und Tyverb-Lapatinib verglichen. Konnte diese Studie ein positives Ergebnis zeigen und somit Hoffnung für Patienten mit fortgeschrittenem bzw. metastasierten Brustkrebs geben? Also das ist, kann man ganz eindeutig mit Ja beantworten. Man muss einfach dazu ausholen, dass das Nobelpreiskomitee in Skandinavien leider 4 Jahre zu spät den Nobelpreis seinerzeit an Paul Ehrlich vergeben hat, denn das wurde in der Diskussion im Anschluss an diesen Vortrag von Kimberly Blackwell sehr schön nochmal gezeigt, dass es eine ganz lange visionäre Situation ist, die jetzt umgesetzt wurde, denn Paul Ehrlich hat damals schon ein mit dem Nobelpreis, wie gesagt, ausgezeichneter Immunologe, die Idee gehabt, dass man Zellen an ihren Targets erreichen kann und dann mit sogenannten Magic Bullets die Behandlung beginnen kann. Und genau das hat die Emilia-Studie gezeigt. Ich muss davon ausgehen, dass 1998 hier das erste Mal die Bedeutung von Herceptin bei der Behandlung des HER2-neu überexprimierenden Mammakarzinoms gezeigt wurde und dass man damals gesehen hat, dass damit eine vollkommen neue Ära in der Behandlung von Brustkrebs begonnen hat. Das Gleiche sieht man heute, man muss das vielleicht erklären, der Antikörper, das Herceptin ist jetzt sozusagen wie ein Raumschiff-Shuttle und an dem sind über sogenannte Linker-Verbindungsbrücken eine Chemotherapie angebracht. Also wie ein Space-Shuttle fährt nun diese Kombination aus Antikörper, diesem Verbindungsstück und der Chemotherapie durch den menschlichen Körper und blockt sich dann oder lockt sich dann an dem Antikörper, an dem Rezeptor HER2 neu an. Und die Zelle ist dann in der Lage, durch eine sogenannte Endozytose diesen Antikörperkomplex aufzunehmen. Der wird in der Zelle zerstört und die Chemotherapie wird frei und wirkt dort. Das ist der Mechanismus. Die Chemotherapie an sich ist so toxisch, dass man sie eigentlich alleine gar nicht geben kann. Also sie ist toxisch, also giftig. Ja, die ist giftig, hat hohe Nebenwirkungen, kann man alleine nicht geben. Aber durch diesen Trick, diesen Eingriff in die Natur, ist es möglich, die Chemotherapie also direkt an den Zielort, die HER2-neu überexprimierende Tumorzelle zu transportieren. Und das hat diese Studie gezeigt. Man muss dazu natürlich sagen, dass es eine immense Leistung ist, so eine Struktur herzustellen. Man muss sich nur vorstellen, wenn das nicht funktioniert und das Konjugat geht nicht kaputt oder es greift normale Zellen an und zerstört diese, dann würden wir Nebenwirkungen haben. Das muss man alles vorausschicken. Es ist also nicht etwas, was so vor 2 Minuten entwickelt wurde und dann mal schnell in einer Studie gemacht ist. Da liegen 10, 15 Jahre Arbeit dahinter. Und was jetzt gemacht wurde, ist, dass man bei Frauen mit Brustkrebs, die eine HER2-neue Überexpression in ihren Tumorzellen haben, hatten sie die Wahl, entweder mit dem TDM1 behandelt zu werden oder mit der Standardtherapie, kann man sagen, nach Herceptinversagen, Xeloda, also einer oralen Chemotherapie und Lapatinib, einem oral verfügbaren Tyrosinkinasehemmer. Und das Ergebnis, was sich dabei gezeigt hat, ist, dass man die Zeit bis zum Ansprechen nahezu oder die Ansprechrate verdoppeln konnte, das progressionsfreie Überleben verdoppeln konnte. Das ist immer wissend, dass wir nach der Rezidivsituation, nach einer HER2-Neubehandlung keinen Standard haben, wirklich eine immense Bereicherung des therapeutischen Spektrums. Kimberly Blackwell hat auch gezeigt, dass in der Emilia-Studie ein Überlebensvorteil da ist, aber das würde ich jetzt noch nicht überbewerten, einfach weil die Ereignisse, die aus der statistischen Berechnung dafür erforderlich sind, noch nicht eingetreten sind. Aber das krankheitsfreie Überleben eindeutig nachgewiesen. Absolut. Mit über 3 Monaten im Durchschnitt. Ja. Das kann ja bedeuten, dass es für manche Frauen 1 Jahr dauern kann und länger. Also der entscheidende Punkt ist, Überleben. Richtig, der entscheidende Punkt ist, dass wir sagen müssen, dass die Behandlungsmöglichkeiten dadurch
ich würde es fast schon so ausdrücken wollen, revolutioniert werden. Nicht? Man hat jetzt eine eindeutige Wirksamkeit nach Versagen der Herceptintherapie. Die entscheidende Frage bleibt jetzt, wie viel Anti-HER2-Neublockade braucht der Organismus? Wir haben nicht nur das Herceptin, wir haben das Pertuzumab, einen zweiten Antikörper. Wir haben jetzt den sozusagen als Raumschiff verpackte Herceptin-Therapie. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir jetzt wieder ordnen müssen. Aber für den Hausgebrauch bleibt die wesentliche Botschaft, sobald dieses Medikament verfügbar wäre oder ist, also zugelassen ist, hat man eine sehr gute Möglichkeit, mit einer unglaublich geringen Nebenwirkungsrate diese Therapie anzusetzen. Ich glaube, das ist das, was uns sehr positiv stimmen sollte, diese Therapie möglichst bald in den Händen zu halten. Ja, wie Sie sagen, das Medikament ist noch nicht zugelassen. Was schätzen Sie nach diesen Daten, positiven Daten und mit den wirklich geringeren Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Durchfall, was ja immer ein großes Problem ist, was schätzen Sie, wie lange die Patientinnen warten müssen, bis sie dieses Medikament bekommen können? Das hängt international wie auch in Europa von den Zulassungsbehörden der FDA in Amerika oder der EMEA in Europa ab. Kann man jetzt noch nicht spekulieren, aber ich kann mir vorstellen, dass die Firma, also Hoffmann La Roche und Genentech, sich bemühen werden, ein Fast-Track-Zulassungsverfahren auf den Weg zu bringen. Und ich denke, solche Medikamente sollte man auch nicht bürokratischen langen Wegen unterziehen. Das haben wir damals beim Herceptin gesehen. Und ich würde mich sehr freuen für unsere Patientin, dass wir das sehr früh zur Verfügung haben. Nach so langer Zeit wieder ein gutes Medikament, wieder eine Hoffnung für Frauen, die eben leider fortgeschrittenen Brustkrebs entwickelt haben oder metastasiert sind. Eine Hoffnung, die hoffentlich bald Wahrheit wird, dass die Frauen dieses Medikament in Anspruch nehmen können. Also ich glaube, zwei Punkte können wir hier festhalten. Nicht? Das eine unterstütze ich absolut, dass wir sehen wollen, dass das relativ schnell uns zur Verfügung steht. Aber der zweite Punkt heißt einfach, dass kontinuierliche, visionäre Forschung wichtig ist. Und man kann das nicht oft genug sagen. Ich meine, wenn Herr Paul Ehrlich damals diese Idee hatte, wie lange es braucht, sowas umzusetzen. Jetzt haben wir die Möglichkeiten zur Verfügung. Wichtig ist einfach, dass die Therapie geordnet weiter vonstatten läuft. Und das, was uns jetzt natürlich interessiert ist, was erreichen wir, wenn wir das Ganze noch viel früher einsetzen. Das heißt, jedes neue Medikament bringt sozusagen wieder den Ballpark aller Sachen, die wir zur Verfügung haben, durcheinander. Ist es besser in der Neoadjuvantentherapie angebracht vor der Operation oder nach der Operation, das wird man sehen, aber der wichtige Punkt ist da, wo wir wirklich ein fehlendes Puzzlestein haben in der Behandlung des metastasierten Mammakarzinoms, da sind wir sicherlich wieder einen Schritt weiter gekommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor. Gerne. Dirkisch.